So, meine Lieben. Es müsste jetzt 1080p, 60 FPS sein. Für alle die das nicht gucken können. Tut mir leid. Aber da ist es ein bisschen schöner, wenn man das dann nachher auf YouTube dann veröffentlicht. So, dann habe ich hier nämlich schon die Aufnahme für später, ne? Also, wenn ich das auf YouTube hochladen will. Und wir können mit dem Tin Wiese weitermachen. Das heißt, wer heute nicht gesehen hat, wird jetzt ein bisschen gespoilert. Ich meinte ja, nach FIFA können wir auch noch ein bisschen Punch Club spielen. So. Wir haben nichts zu futtern in the Büx. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Kampf in 2 Tagen? Okay. Gut, dann mache ich mal meine Begrüßung und dann geht's ja auch los. Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zu einer neuen Folge von Punch Club. Wir sind hier live im Stream, aber diesmal ohne Overlays. Und jo, wir wollen heute mal weitermachen. Tag 53, nicht mehr viel Zeit. Wir gehen mal zum Supermarkt, da einkaufen, ein bisschen essen, essen, essen. Pizzamampf, danke, ich habe keine Angst. Ja, okay, wir brauchen Fleisch. Komm, Pizza geht auch, weil wir es können. Energy würde auch gehen. Gut, dahin. Es leckt derbe, also bei mir 0. Dann liegt es wahrscheinlich an dir, dass du vielleicht nicht 1080p, 60 FPS nicht gucken kannst. Bei mir läuft das 100% flüssig. Ich habe keine verworfenen Frames. Tut mir leid, es Freezy. Mit was schaust du denn? Schaust du mit einem Handy oder mit was ist es? Wenn es am Handy liegt, dann, ja, ich weiß es nicht. Also es ist die gleiche Bitrate wie die 720, also wie sonst. Vielleicht die Qualität mal ein bisschen runterstellen. Vielleicht läuft es dann besser. Ich weiß nicht, ob es dann in 60 FPS steht. Bei mir steht, du bist offline. Nö. Eigentlich nicht. So, wir wollen... Wir haben jetzt noch einen Tag, ne? Was mache ich denn? Ein Tag Training? Ist kein Tag Training? Nein, komm, machen wir. Schwarzer Hintergrund. Einfach neu laden. Ich vermute, es liegt daran, dass es 60 FPS sind und es nicht alle gucken können. Vermute ich mal so. Macht einfach gar keinen Schaden, der Typ. Also hier zeigt es mir an perfekt. Wie sagt er, perfekt. Läuft alles wunderbar, weil das Spiel, da braucht man gar keine Leistung, um das zu streamen in 1080p. Kannst auch auf dem Toaster machen, aber es kann, das Empfangen kann manchmal ein bisschen blöd sein. 60 FPS, wenn man nicht einen starken Rechner oder sonst irgendwas hat oder so, oder keine gute Leitung, dann können 60 FPS manchmal ein bisschen doof sein zum Abspielen. Auch auf YouTube. So, das hätten wir geschafft, 22 Punkte. Wir brauchen 24. Was wollte ich dann machen? Ich wollte dann Bärenstark und unendlich Energie machen. Unendlich Energie finde ich gut. Das können wir uns gleich noch holen. So, wir müssen irgendwo hier ein bisschen laufen. Ja, Bambus weiß ich nicht. Ja, ist kein Problem, da Paule. Sub ist ja nicht nötig. Also, ich lebe ja nicht hiervon. Es wäre halt schön, aber ich glaube, das ist egal. Wer den Stream unterstützen möchte, da bin ich sehr dankbar, freue ich mich sehr. So, scheiße geil, yo, freut mich. So. Herbie, du möchtest ja auch bald Punch Club holen, ja, das freut mich. Ich finde das Spiel auch sehr cool. Leider habe ich keine Antwort von den Entwicklern bekommen, die haben mich wahrscheinlich einfach nicht gelesen oder so. Ich würde halt sehr gerne ein paar Keys noch verlosen. Aber naja. So, 11. Ich klicke hier die ganze Zeit auf
auf der Maus herum. Ist heute eigentlich ein Kampf? Ich glaube nicht, ne? In dem Spiel geht es darum, ein toller Boxer oder ein toller Kämpfer zu sein und um den Tod seines Vaters oder des eigenen Vaters zu rächen. Und da muss man trainieren, man muss halt mit Mafia und so weiter und so fort und Sülz. Es hat so eine typische Rocky, sonst irgendwas 80er, 90er VHS-Story. Gibt es nicht auch Liebe in dem Spiel? Ja. Man hat Adrian! Adrian! Ach, ist einfach herrlich. Adrian! So News machen wie früher. Der Dambo macht Transfer-News aktuell. Leider nicht auf unserem Zockerdudes-Kanal, weil er seinen eigenen Kanal ein bisschen pushen möchte. Aber ich glaube, das wäre auch sehr gut bei uns angekommen auf dem Hauptkanal. Aber nun ja, was willst du machen, ey? Muss er ja sich entscheiden. So, wir hauen mal Adrian hier ein Geschenk raus. Adrian! Ach, das ist so süß! Habt ihr Karriere gespielt und nachkommentiert, wie in der Sportschau? Ja, ja, genau. Meisterliga meinst du? So, verlieben. Wetten weiß ich gerade noch nicht. Habe ich jetzt, ich musste das nachträglich immer so doll schneiden. Da hatte ich irgendwie jetzt nicht so Bock. Dann muss ich nämlich das nochmal rendern. Und dann geht die Qualität natürlich so ein bisschen flöten. So. Ich möchte das heute ein bisschen eher so durchspielen oder weiterspielen auf jeden Fall. So, verlieben. Brian, was hast du denn gesagt? Otalo, können wir mal NBA 2K16 zocken oder zockt das nur Dambo? Ich glaube, weder Dambo noch ich zocken das. Dambo hat es mal angefangen zu zocken, aber weder er noch ich kommen mit dem Spiel klar. Also sind wir noch schlechter als in FIFA. Ach, scheiße, ich habe ja das ganze Zeug hier, ne? Ja, komm. Hm. Also ich bin da nicht gut. Ich weiß nicht mal, wie man dribbelt. Sozusagen. So, hier so. Einmal voll bitte. Einmal voll tanken. Dann hier hin. Ach, ich könnte auch nach dem Kampf hier, wenn es nicht ganz sinnlos war, noch Geld verdienen. Das vergesse ich jedes Mal. So. Knüppeln wir mal. Dann können wir uns den unendlich Energie besorgen. NHL, ja. NHL, das habe ich früher gespielt auf dem N64, glaube ich. Da konnte man die Handschuhe ausziehen und sich pam, pam, pam auf die Schnauze hauen. Fand ich auch sehr cool. So, unendlich Energie. Bombs. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich richtig reinballern. Ich muss zum Don, ne? Warte mal. Ja, ich muss zum Don. Aber wir wollen auch da die ganzen Punkte mitnehmen. Hier hin. 3 Stunden nur in der Schule. Ach, das ist ja auch schön. Madden. Ja, ich kenne mich auch mit... Ich kenne mich halt mit dem ganzen Kram nicht aus. Da sagen sie ja alle immer, du hast keine Ahnung von Fußball. Und wenn ich dann was anderes spiele, dann du hast gar keine Ahnung von gar nichts. ja. So, was hat er jetzt gesagt? Da fehlt uns das noch. Das dritte, das weiß ich nicht, was das ist. Ach, das ist, wenn ich hier auf die Schnauze haue, ne? Genau. Wir trainieren. So. Habe ich hier zuletzt gearbeitet? Gekämpft. Ja, da waren wir. Dann laufen wir ein bisschen. Mit der Maske wirst du YouTube-Star. Ja. Wenn ich das im Punch Club auch noch trage, dann wird das ein bisschen unrealistisch. Das ist meine Kämpfermaske hier, Freunde. Da könnte ich in Mexiko mitarbeiten. Lucha, Lucha. Da wäre ich zum mexikanischen Wrestler.
Ich glaube, das sollte ich mal machen, ne? Mexikanischer Wrestler werden. Mit My Little Pony Maske. das wird einfach toll, das wird einfach toll. So, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ne, La Cucaracha, das ist ja die, das ist ja die Kakerlake. El Pollo Loco. Mhm, das verrückte Huhn. So. Okay. Und dann hier noch ein bisschen Geschicklichkeit. Der Kampf geht auch gleich. Sin Cara? Sagt mir gar nichts. Ich hab auch keine Ahnung. So. Kämpfen wir mal, hä? Ja, die beiden sind wieder dran. Nehmen jetzt ja unendlich Energie, im Prinzip. 70. Was haben wir denn sonst noch, was ich hier machen könnte? Ich könnte noch ausweichen. Ich könnte treten. Ha, mal schauen. Ja, nebenbei im Spiel zu googeln ist immer doof. Schön. Tritt und Schlag. Wir sind voll unter Strom. WWE-Fan. Aha. Ja, ich finde WWE irgendwie nicht so toll. Aber das, ne, jeder, jedem das seine. Früher habe ich gerne die Karten gesammelt, diese Catcher-Karten. Aber ich fand, jetzt so, wo ich älter bin, WWE oder Wrestling an sich ist für mich so sehr GZSZ, das, was man in den USA da so sieht. Das kann jedem gefallen, gerne, ja. Aber mir gefällt es halt nicht, dass es alles so, dass es halt geskriptet ist. Und dann kann ich diese Kämpfe halt nicht ernst nehmen. So, das soll ja irgendwie ernst sein, so klingt es so. Aber die machen dann halt so viel Show. Das ist ja alles Show. Das ist im Prinzip alles vorher abgesprochen. Sozusagen. So verstehe ich das. Und deswegen, da weiß ich nicht. Kann ich das nicht ernst nehmen? Dann kann ich auch Dragon Ball gucken. Da haben die halt irgendwie auch eine Geschichte. Da weiß ich, dass es fake ist. Und irgendwie, da kann ich mich besser mit klar. Als bei diesen echten Sachen. Weiß ich nicht. Aber jeder, der WWE sonst irgendwas der das mag, gerne kann das sich angucken. Ne? Wer es mag und liebt, gerne. Ist ja Unterhaltung und das ist alles toll. Jo, so, Essen, tralala. Star Wars Karten. Also ich habe früher, also ich habe ja alles an Karten gehabt, ne? Ich hatte diese Klebebilder, wie heißen die nochmal? Panini. Die Bilder habe ich, gesammelt. Dann auch die Catcher-Karten. Ich glaube, von 1990 hatte ich das Sammelbuch. 1990 bis 92 habe ich die Sammelbücher mit diesen Panini-Fußballalben gehabt. Dann hatte ich Star Trek-Karten sehr lange gesammelt. Star Trek, also dieses Tabletop-Spiel, ne, mit das Constructed Card Game. Dann ist an mir vorbeigegangen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und so. Das habe ich nie gesammelt, aber ich habe es halt gesehen, also das habe ich im Fernsehen geschaut, so. Sonst, ja, dann eigentlich die ganze Zeit nur Star Trek habe ich gesammelt. Habe es auch gespielt mit Kollegen. Und dann, ja, kamen die FIFA-Karten. So, wie sieht es denn hier aus? Ich soll eigentlich mit Don reden, ne? Aber wir machen hier das fertig, oder? Was meint ihr? Wollen wir die Ultimate League fertig machen und dann am Ende mit Don sprechen und sagen, wir wollen den guten oder bösen Weg gehen? Oder wollen wir gleich schon das hier beenden? Und es hier gleich klar machen? Könnt ihr mal gerne schreiben. Beyblade, ja. Ich gehe erstmal trainieren. Hey, Silver, aufs Maul. Match Attack habe ich
Nie gehabt. Laufen wir eine Runde. Ja, also Beyblade, da war ich auch schon, keine Ahnung, was, wie alt war ich denn da, als das im Fernsehen, die 15 oder so vielleicht, keine Ahnung. Ich hatte nicht ein Bey. Pokémon-Karten, alles nicht gesammelt, nur Star Trek und später mal Herr der Ringe oder so. So schön, einmal Star Wars, zwei, drei Karten oder so. Ich habe damals bei Star Trek eine richtig coole Karte gezogen, nämlich die Future Enterprise. Und die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, über 100 Mark wert. Und die habe ich in einer Woche zweimal gezogen. Fand ich richtig cool. Also war so, als hättet ihr jetzt zweimal Messi in einer Woche gezogen oder so. Oder Ronaldo. Das fand ich cool. Ach ja, damals noch, ne? Da. 5, 12, 18. Das sieht schon gut aus. Ja, wenn man mal jünger ist, hat man nicht so viel Geld. Na, dann kann man nicht so viel machen. Also kann man nicht so viel Geld aus- oder verprassen dafür, ne? Das ist ja bei diesen Sammelsachen immer so. Das ist ja der Sinn dahinter. Den Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen, ne? Was? Was war das denn gerade für eine Blase? Habt ihr es gesehen? So eine Blase! Das Witzige war aber früher, dass man andere abgezogen hat, ne? Also, da hat man mit Karten gezwirbelt und so. Und dann hast du halt die Karten gewonnen oder verloren. Oder wenn du halt wusstest, das ist ein Jüngere, dann kannst du sie halt abziehen mit den Karten. Das war auch irgendwie... bisschen mies. Ey, lass mal um die Karte spielen. Und ich geb dir die zwei und du gibst mir die. Und dann hat man denen so zwei schlechte Karten gegeben. gemein. Damals doch. Warte mal. Ich muss mal gerade was schauen. Irgendwie scheine ich nicht so laut zu sein. Kann das sein? Ich finde sowas unfair. Ja, Mensch, wenn man ein kleines Kind ist, da macht man ja Sachen. Ne? Also da ist ja... Als Kind macht man ja immer viel Quatsch, ne? So. Schon richtig fett hier. Okay. Hab einen Freund in der ersten gesagt, 50 Cent ist mehr als 1 Euro. Hat er mir geglaubt und mit mir getauscht. Ja gut. Zu meiner Zeit, als ich in der ersten Klasse war, da gab es noch keine Euro. Da gab es noch Reichsmark. Reichsmark. So, Essen. Oh, haben wir hier Energy. So. Ja, ihr habt mir leider nicht geantwortet, was ich jetzt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Deswegen kämpfen wir einfach weiter und sammeln Punkte. Wir brauchen es eigentlich nicht. Ich glaube, so können wir alle schon besiegen. Hatten wir die Pro... Wir haben die Profikarte, ne? Wir haben die Profikarte, das heißt... Warte mal, ich will mal ganz kurz hier hin. Okay, er gibt uns einfach hier den Kram nicht.
Ich überlege gerade, was wir als nächstes machen. 11 Punkte. Wenn ich jetzt morgen nochmal kämpfe. Hm. Übungskampf geht jetzt nicht, ne? Ne, genau. Genau, 2 Tage da noch. Gucken wir mal hier. Habe ich hier schon? Mal sehen. Ich hole auf jeden Fall nochmal die Punkte da. Aus dem nächsten Ultimate-Kampf. Aber dann sollten wir eigentlich schon fahren. Ja, ja. Frisst Opfer, boy. So. Ach, Luca, moinsen. Also sieht sehr, sehr gut aus. Nur leider nicht die Drogen, damit wir nochmal uns pushen können, weil wir einfach zu gut spielen. Unter 100 Tage sollten wir ja auch in diesem Run schaffen. Sieht eigentlich ja ganz gut aus. Didi. Hä? Achso. Ich kann doch hier raufklicken, dann setzt er sich auch dort auf. Cool. So, der Kampf steht gleich an. Jo, Deutschland ist Handball-Europameister. Das ist richtig. Top, top, top. So, hier rüber. Achso, du hast eine Spende dagelassen. Vielen Dank. Ich lese vor. Ich gucke nach. 1 Euro. Vielen herzlichen Dank. Morgen, Otaldo. Bist der Beste. Mach weiter so und teste mal Alex Meyer Inform. Ist Ibra für Arme. Ja, den habe ich ja auch. Werde ich machen. Vielen Dank für die Spende. Ensa. So, die 12 haben wir auch. So. Wetten vermutlich heute nicht. Nächsten Monat gibt es dann wieder eine Verlosung. Du. Ah, nein, 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 nein. Nein! Shit. Ich wollte nicht noch weiterkämpfen. Zu lange gewartet. Shit. Jetzt müssen wir wieder 2 Tage warten. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Geben ihr 2 Geschenke. Oder ein Geschenk. Vielleicht geht das auch. Das ist so süß von dir, mein kleiner Tim Wiese. Dann gehen wir. Ach Mann, ey, das ärgert mich tierisch. Ich lasse jetzt Punkte liegen. Ist mir egal. Ist mir egal. Und wir gehen jetzt nach Russland, Freunde. Wir gehen nach Russland. Don, aufs Maul. So. Ich will am großen Kampf teilnehmen. Profikarte, ich bin bereit. Sehr gut. Jetzt breche ich mir die Beine. Ah, nein. Ja, ich muss dort sein. Mein Schicksal hängt von dir davon ab. Ich kann für dich kämpfen, Großer. Ich kann das, weißt du. Du bekommst das Ding von Don und ich werde berühmt. Also, bis morgen, Großer. Ich werde da sein. Jetzt kommt Zangief. Ivangief war unaufhaltsam. Roy hatte keine Chance. Ich habe dich enttäuscht. Das ist in Ordnung. Bleib ruhig liegen, Bro. Oh nein, er ist gestorben. Roy ist tot. Die Medaille ist auf dem Weg nach Russland. Du musst der Medaille folgen. Flieg nach Russland und besiege Ivangief. Ein alter Freund von mir lebt dort. Er wird dir helfen. Alles klar, ich fliege schnell rüber. Mit einem gebrochenen Bein können wir schön kämpfen. Ich habe auf dich gewartet. Du hast mir dir Zeit gelassen. Es ist ein Wunder, dass ich deine Hütte überhaupt erreicht habe. So schwer ist sie auch wieder nicht zu finden. Bla bla bla. So, nicht dein Vater, er musste bla bla bla. Sülz, wir haben die Geschichte alle schon gelesen. Oder gesehen. Kassala! Okay.
Trainieren wir, hä? So, wir fangen hiermit an. Bringt uns sehr schön Punkte. Geschicklichkeit. Ich muss die hier gleich mal testen. Das hier ist der Sandsack im Prinzip. Das ist der Reifen und Säge ist... Keine Ahnung. Da läuft gleich der Bär wieder im Hintergrund. Ah, Punkte, Punkte, Punkte. Ah, sie hat sich doch gefreut, Philipp. War doch lustig. Frag ihn doch einfach auf seiner Facebook-Seite, den Dihan, ob er morgen streamt. Er wird das doch morgen sicherlich auch bekannt geben. Irgendwann spätestens. Wir brauchen mehr Ausdauer. Hier Ausdauer. Nee, ist Stärke, 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 Stärke. Ein Ausdauer. Mhm. Müssen wir den Baum schlagen, das gibt mehr Punkte. So, wir sind... Lass mich doch... Oh. Okay, das müssen wir weiter trainieren. Bis gleich der Hunger uns übernimmt. So, jetzt müssen wir rein. Jetzt können wir auch nochmal kämpfen. Gegen den örtlichen Dorfrüpel. Piroschki, oder wie auch das Ding heißt. Fleisch drin. Und Borscht. Dabei. Knüppeln wir mal weg. Ich müsste Dauerbrenner holen, ne? Die schlagen so langsam zu. Oh, ich habe auch diesen unendlichen... Das muss ich gleich mal testen. Was war denn das nochmal? Der Unendlichkeitsschlag. Ich glaube, er kippt vorher um. So. Sieht aber soweit gut aus. Wir brauchen echt wenig Energie. Regenerieren sehr viel. Was ist das für ein Speer? Aha. Okay. Nehmen wir mal den Speer. Sehr low-pace-fight, habe ich das Gefühl. Aber der Speer ist schon mal ganz gut. So, es war ein guter Kampf. Tralala, Sylt. So, Essen brauchen wir nicht. Der Gegner ist ein paar Tage bereit. Yo. Ist wie im Knast, dass wir uns da rauskämpfen konnten, fand ich sehr witzig. So, hier. So, wir kriegen sehr viel Geschicklichkeit. Ich habe nur keinen Bock hier zu pennen. Hier ist fast keine Ausdauer. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch, was wir machen können? Das, das und das. Mit Schneemann können wir nichts machen, ne? Glaube ich zumindest. Sieht danach aus. Sehr viel Geschicklichkeit am Stissel. Wir sind nicht mehr verliebt gleich. Das ist ein bisschen doof. Muss der Baum ein bisschen leiden. Der Baum malträtiert. Ich glaube, 2 Tage müssen wir mal warten. Oder ein? Weiß es nicht.
Ich würde gerne auf 19 Ausdauer noch kommen. Irgendwie war da so eine richtig große Blase, ne, beim letzten Mal. Und wir machen weniger Ausdauer, als wir verlieren. Oh oh. So, essen, 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 essen. Aber wie ist das Training jetzt wieder effektiver? Zumindest Beintraining war vorher nicht effektiv, gebrochenes Bein. Das heißt, Laufen war nicht gut. Und wir hauen einfach alles rein. Dem, dem, dem. Dein Gegner ist bald bereit. Idi nach Hui. Okay. Dann schlagen wir den Baum weiter. So, das schaffen wir hier. Ich finde es sehr witzig, dass die Übungen so konzipiert hier sind, dass man ewig braucht, bis man keinen Bock mehr hat. Also, ne, die Bubbles bleiben immer voll oder sehr, sehr voll. Oh, gerade so geschafft. Ausgeglichenes Training heute. Du, du, du. Mehr Ausdauer brauchen wir. Was ist denn hier Ausdauer? Eigentlich hat alles Ausdauer, ne? Das hier unten auch. So, mal gucken. Ivan, ich bin bereit. Okay, dann hauen wir den nächsten um. Oh, 13 Geschicklichkeit. Gut. Mal sehen. Moin Leon, schöne Grüße. Gut geblockt, jetzt einfach noch ein bisschen reinknüppeln. Sehr schön. So eine Kacke. Aber ich finde das eigentlich ganz okay, das Spiel. Ich spiele es ja auch auf YouTube. Und das ist ja die Aufnahme für YouTube, ne? Ist eigentlich ganz cool. Pam, pam, weiter. Ja, hier geht's gut. Hier läuft alles bestens. So, eigentlich können wir die ja rausnehmen, weil der hier ein bisschen mehr Bums hat. Die Grafik ist 1920 mal 1080. Aber du kannst ja nicht immer ein Spiel nach der Grafik beurteilen, ne? Es hat ja auch Gameplay Bestandteile. Nur ein Spiel, was ultra geile Grafik hat, heißt ja nicht, dass es ein geiles Spiel ist. Grafik ungleich geiles Spiel. Es gibt auch Spiele, die schlechte Grafik haben oder in diesem Fall absichtlich retro sind. Grafik, aber eine witzige Mechanik und eine lustige Story haben. Wie heißt es im Englischen? Don't judge a book by its cover. Also niemals ein Buch nach seinem Rücken bewerten. Okay, Zug auf die andere Seite der Welt. Aha. Oh, ich esse einfach so. Ja, ja, hilft mir total. Hilft mir total.
So, 25 Punkte haben wir. Ich könnte jetzt Bärenschlag. Nehmen wir das mal mit, das ist gut. Für den nächsten Kampf. Ah, ich muss erst eh pennen. So, jetzt ist es natürlich ärgerlich, wegen der Energie. Muss ein bisschen trainieren. Oh, Schachtel, kurz vor den 100 Stunden. Komm, das läuft doch hier. Nicht verkehrt. Dein vierter Bildschirm. Wow. Ich hoffe, den hast du über unseren Amazon-Link bestellt. Wenn du es bei Amazon bestellt hast. So, ich möchte gerne gleich gegen den Bären kämpfen. Der wird aber auch erst noch vorbereitet. Bisschen trainiert, getriezt und so weiter. Damit er wütend ist und aussieht wie Chewbacca. Hallo DV Gaming, moin. Wenn das funktioniert hat, dann sind das etwa 5-10% oder so. Vielleicht, ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Nicht immer funktioniert das. Wenn man das übers Handy macht und in die App weitergeleitet wird, da habe ich schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man es über den Browser macht, also über den normalen Browser, also hier über am PC oder so, dann klappt das auf jeden Fall. Und das ist immer unterschiedlich. Es können zwischen 2,5 und 10% sein oder so. Mal sehen, was er jetzt hier sagt. Kann ich jetzt kämpfen? Okay. Ist das ein Bär, der da brüllt? Oh oh. Okay. Wir sind soweit schon mal ganz gut dabei. Ich nehme mal das raus und stehle ihm Energie. Komm schon, aktivieren, aktivieren. Aber er hat uns ungeschickter gemacht. Sieht gut aber aus. Einfach mal schön die Energie klauen, das ist super. Und wir haben einfach voll Energie. Ist schon ziemlich krass, das Ding. Chewbacca, tschüss. Oh, Herbie, fast ein Stern ist gelandet. Nice. So, du hättest mal meine Ex-Frau sehen sollen. Kann ich jetzt nach Hause oder wie ist das? Hab doch jetzt hier durchtrainiert. Hä? Ach, Ivangif! Ach, ich vergesse das immer hier, was ich überhaupt machen will. Das können wir später auch nochmal machen mit ein Stern schwacher Fuß oder so. Geschicklichkeit, wir brauchen mehr Geschicklichkeit, weil wir langsam hier runterfallen. Uns fehlt einfach die Tretmühle, in Anführungsstrichen, die Treadmill. Jetzt sind wir auf die 17 runter. Shit, ey. Mehr Geschick. Hier kommt auf jeden Fall ganz viel Geschicklichkeit herum. Sehr gut. Alles klar. Am Mittwoch dann die nächsten Subs. Da freue ich mich schon auf 3 Stück. Ich habe vorhin die ganze Zeit FIFA gespielt. Jetzt wollte ich was anderes machen. Und so lange machen wir ja auch nicht mehr, ne? So, wir schaffen hier gerade Russland fertig. Ivangif müssen wir gleich wegknüppeln.
Hier, weiter, weiter, weiter. Sogar 6 Stärke jetzt schon. Oh, das ist nicht so gut. Ah, jetzt hat er Hunger. Aber 18 haben wir geschafft. Streamplan gibt es aktuell nicht. Ich werde das aber vielleicht mal machen. Dafür habe ich einfach zu wenig Zeit, um das gezielt zu machen. Aber mal schauen. So, wir kämpfen jetzt gegen Ivangif. Der ist ähnlich wie wir, aber viel mehr Stärke. Er ist eher der Stärke-Build, habe ich so das Gefühl. Und wir klauen ihn einfach die ganze Energie. Flup, flup, flup. Hoffentlich hilft das auch, hier die Energie zu klauen. Stark, das sieht richtig gut aus. Ivangif gar keine Chance. Wir rächen jetzt einfach unseren Roy. Siegfried und Roy. So, und da das hier das gut ist, machen wir den noch rein. Komm, immer schön Energie klauen. Oh, 4 Schaden. Mensch, au, Ivangif, das tut aber weh. Eieiei. Okay, aber so viel Energie klauen wir nicht, ne? Erschöpfer ist auch sehr cool. Bärenschlag. Jetzt verbrauchen wir fast gar keine Energie mehr. 70% weniger zumindest mit unseren Sachen. Bums! Ivangif getötet, gerecht, was auch immer. Wir haben Roy gerecht. Yay! Wow, du hast Ivangif geschlagen und die Medaille zurückbekommen. Was wirst du tun? Ja, ich werde jetzt ein Superstar, würde ich mal sagen, ne? Ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen von dem Herrn in Schwarz. Ich glaube, ich hätte gar nicht das benötigt mit dieser Aufmerksamkeit, aber okay. Es war nicht leid, ich habe nur mit Ivans Hilfe gewinnen können. Hm. So, ich habe außerdem noch mehr über die Medaille erfahren. Es sollte noch eine zweite Hälfte geben. Ja, dann red doch mal mit deinem Bruder. Was, mein Bruder? Das wusste ich gar nicht, er ist im Warenhaus. Oh, da gehe ich mal hin. Echt, du bist mein Bruder. Toll, ich hasse dich. Wärst du jetzt ein böser Typ, würde ich dich lieben. Aber du bist ein guter, deswegen hasse ich dich. Weil du so ein schönes Gesicht hast und ich nicht. Das ist ungefähr die Story gerade. Und ich hasse dich. Du bist tot. Du bist tot am Schuld unseres Vaters. Ja. Du bist schuld an unseres Vaters Tod. Wärst du schneller gewesen, hätten wir entkommen können. Und Vater wäre doch am Leben. Wir waren Kinder. Vater hat sein Leben für uns geopfert. So, er will Champion werden. Ich werde eine Einladung bekommen. Man sieht sich auf der Insel. Dann hau ich dir auf die Schnauze, Bruder, weil du mich hast. So, genau, wir kennen das hier alles. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch trainieren. Wir brauchen Bonustraining. Und wir brauchen, Zeug. Wenn wir viele Punkte hätten, könnten wir auch noch andere Pfade angehen. Aber ja, mal gucken. So, Roger. So, der neue Manager. Ich gehe kurz noch in den Supermarkt, was einkaufen. Und zwar, wir müssen aber aufpassen. Die Energy, wir brauchen... Ah, ich warte noch ab. Nee. Dein Zuhause, Royce. Wo ist denn die Villa? Da ist die Villa. Um. Willkommen, Mick hat mir schon von dir erzählt. Ich bin in Ding Kong. Genau. So, wir wollen jetzt hier mitmachen, Aufnahme kämpfen, bla bla bla, das ist gut, die Leute, pralalalala. Aussprache ist vielleicht am besten, bist du einfach still. So, dann kann die Show losgehen, aber ich, ja, ich werde hier wohnen, sehr schön, wir kriegen Kaviar, all inclusive. Kann ich. So, Vertrag unterzeichnet. Bam, 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 bam. Habe subscribed. Also ich sehe, dass du das ZD vor deinem Namen hast.
Sehe jetzt aber hier das nicht, dass du subscribed hast. Nö, irgendwie nicht. Sammy, schöne Grüße. Okay. Vorauszahlung, super, super. 600 Klöten gekriegt. Holen wir uns das mal. Okay. Irgendwie werden die Subscriptions nicht mehr angezeigt hier im in Type-B. Habe ich so das Gefühl. So, kurz mal hier was zu trinken geholt. Wann kommt wieder Pack-Opening? Demnächst. So, Fleisch und so ein Kram kriegen wir alles. Gehen wir zu Adrian und sagen ihr, hey, komm mit, Baby. Perle, komm mit. Ich zeig dir mal, wo ich wohne. Ich habe nämlich ein schönes Haus. Ich habe Roy gerecht. So, verliebt sind wir. Och, super. Willst du bei mir wohnen? Das ist doch schön. Natürlich, ich bin so glücklich. So. So, 69, Tag 69. Wir laufen. Wir müssen erstmal sehr viel laufen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Auction, Auction, Auction. Das Nierensteingesicht? Wie sieht das denn aus? Weiß ich gar nicht. Oh, jetzt haben wir keinen Bock mehr darauf. Dann hier rüber. Noch eine Runde. Das rumboxen. So. Hier weiter vielleicht. Mhm. Okay. Mal hier schön die 18 festmachen. So, ich muss mal meine Frau anrufen, weil sie ihr Handy sucht. Zum 17. Mal heute. So, gehen wir mal hier schnell hin. Ich rufe dich an. So. Wir gehen mal hier hin. Okay. Okay. So, ich denke mal, wir fangen mit den Aliens an. Schnüppel die weg. Mal gucken, ob wir die treffen. Ein Toti. Ich habe 3 Stück gezogen. 4. Einmal Marcello und 3-mal Dani Alves. Ja, das war ganz okay. Aber die Totis sind ja schon weg. Die gibt's ja nicht mehr in den Packs. Auf 4 Punkte. Irgendwas, was mehr reinknüppelt. 14. So, und das hier, was war das nochmal? Verursacht mehr Schaden beim Treffer. Kann es sein, dass die Gegner seine Angriffsphase überspringt? Ja. Okay. Ja, weiter, komm, go, go, gib ihm. Immer schön die Energie klauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie wir klauen. Wahrscheinlich nur so mini, 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 mini. Fight, fight! Ich glaube, wir schaffen es hier komplett wieder durch. Wäre nice. Pam, pam, pow. Diesmal gar keinen Schaden genommen, weil wir einfach so ein Monster sind. 899, gar kein Problem.
Aber problematisch wird es, wenn die viel Geschicklichkeit haben. Hm, der trifft ganz gut. Huhu. Wenn wir jetzt dazu nehmen würden, diesen Passivskill, dass weder ich noch der Gegner regenerieren können, wir den aber Energie klauen, dann haben die ja gar keine Chance mehr, oder? Dann knüppeln wir die ja komplett weg. Oder wie ist das? Wird das funktionieren? Hat da irgendjemand einen Plan, ob das funktionieren kann? Hm. Klingt nach einem Plan. Weiß ich nicht genau, ob das funktioniert so. Schön. Au. Huhu. Müsste man probieren, aber man kriegt diesen passiven Skill halt nicht mehr raus. Das würde mich halt ärgern. Wenn er dann halt doch nicht so wirklich funktioniert und wir dann da... Nee. Ich weiß nicht. Ist aber auch ärgerlich, so einen Skill zu haben für den Gegner. Das ist auf jeden Fall klar. Und wenn wir besser regenerieren als die... Hm. Wow, schöne Kombo. Zwar haut es nicht so mega rein, aber haut. Haut ordentlich. Aber nicht mega, aber ordentlich. Philipp, ich weiß nicht, was für Quatsch du erzählst. Und der letzte Kampf. Alien 6. Gibt es da einen sechsten Teil? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es von Alien gibt. Wow, also wir knüppeln hart rein. Weil er kann ja nichts mehr machen ohne Energie. Also sobald er wieder auflädt, ist schon krass. Mach's gut, Paul. Schön. Guten Abend. Eine gute Nacht. Oder guten Morgen. Oder guten Mittag. Vielleicht auch eine gute Nacht. So. Ja, nehmen wir den Preis mal mit. Talentbaum. Weg der Schildkröte. Kopfnuss. Deine Chance zu blocken oder auszuwählen sind geringer, aber alle Angriffe kosten dich 30% weniger Energie, das ist uns egal. Dauerläufer. Ah, das ist gut wegen Training. Freihändig Prügler. Das könnte ich jetzt mitnehmen. Weder du noch dein Gegner könnt euch während des Kampfes ausruhen. Ihr regeneriert beide weniger Energie. Weniger. Ich nehme aber den Prügler mit. Um 17 Punkte. So, wir machen hier mal. Ich hätte noch diesen Weg gehen sollen, wo wir mehr Punkte bekommen fürs Training, ne? Meine Frau hat Dschungelcamp geguckt. Ich habe es ein bisschen mit nachgeguckt, das Finale. Sonst habe ich fast vom Dschungelcamp gar nichts gesehen. Aber das Finale haben wir so geschaut. Nicht alles habe ich gesehen, aber ein bisschen habe ich da geschaut. Mhm. Lauf! 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 So, wir können jetzt den Reifen nochmal knüppeln. Ich könnte kämpfen, ne? Ich könnte den Kampf machen, den ersten. Fällt mir gerade ein. Hab einfach jetzt nur gedacht, ich trainiere erstmal. Hä?
125. So. Schwierig, ne? Ja, ach so, 4. Mhm. Modern Mike. Oh, der sieht gut aus. Durchdringender Schlag. Den hauen wir mal. Ah, fuck. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Shit, shit, shit. Okay. Fleischerhaken haben wir hier. Warte mal. Guck mal, das hier macht... Gibt dir eine zusätzliche Gelegenheit, die Angriffsphase deines Gegners zu stoppen. Und das hier... Ah, okay. Beides. Beide Möglichkeiten. Super. In Verteidigung und auch im Angriff können wir dafür sorgen, dass der Gegner nicht angreift. Mal gucken. Okay, sieht echt super aus. Alter Schwede. Wir knüppeln den aber ordentlich einer rein. Die beiden zusammen sind ganz gut. Beim Schlagen und beim Verteidigen passiert es, dass der Gegner, aussetzen könnte. Das ist nicht super. Wir klauen ihm Energie, blocken und hauen mit unserem Bärenschlag zu. Jetzt bleibt er aber bis zum Ende der Runde liegen. Auf wen ist denn dieser Modern Mike eine Anspielung? Wisst ihr das? Modern Mike. Hm. So, einmal hier hin. Oh, wir haben ja ordentlich Zeug hier. So, Lamm. Nehmen wir nochmal hier einen Truthahn. Wir brauchen ein bisschen Energie. Ihr seht es ja, also Herzen. Die können wir uns aber auch trainieren, antrainieren. Magic Mike. Pff, weiß ich nicht. Ist das ein Kämpfer? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Das ist ein Stripper, oder? Aber Schachtel. Kurz vor den 100. 99,9 Stunden. Achso, ich könnte noch ein paar Sachen kaufen. Eigentlich brauche ich es auch nicht. Warte mal, wir können es aber trotzdem noch machen. Ja, Magic Mike ist ein Film, das kenne ich, aber... Wer ist ein Stripper? Aber im Kampf? In der Arena? Hm. So, 350. Ich könnte... das hier nutzen. Und wir mehr davon bekommen. Geld. Wir brauchen hier 100, ne? So. Ich habe ihn gepurged, in Anführungsstrichen. Also, weil Engel mit ihm getimeoutet hat. Ich weiß nicht, was es ist. Glückwunsch, Schachtel, zu den 100 Stunden. Ich glaube, ich muss mal die Moderatoren alle mal wegmachen. Ich weiß es nicht. Heute nochmal FIFA. Bin mir nicht so sicher. Denke eher nicht. Wir werden erstmal das hier durchspielen, das Spiel. Das sollte eigentlich machbar sein, noch heute. Moin IG. Igitos, wenn das der Name so, wenn man den so aussprechen soll. So.
Feng Shui hier mal machen? Jetzt können wir wieder durchdrehen. Upsala. So. Sehr schön. 14. Dann könnten wir wieder für Geld arbeiten sozusagen. Das Ding hier machen. Bumm. Gucken wir mal, wie das hier läuft. Gegen die Piraten. So, der erste hier sollte gar kein Problem darstellen. Geschafft. Fortfahren. Okay. Ich dachte, das wäre ein großes I und deswegen hätte ich gedacht, okay, IG 1705 könnte auch Igitos bedeuten. Das wäre auch ein richtiger, wäre ein witziger Name, so. Hätte ich gedacht. Aber wenn es LG ist, okay. Ja, gute Nacht, Herbie. So, wir sind echt super stark gerade. Wir knüppeln hier durch. Treffen. Wie ein junger Gott ins Gesicht. Bam. Mhm. Kassieren gerade ordentlich, wa? Oh, oh, oh. Dafür haben wir jetzt gerade wieder Energie. Witzig, dass wir so viel kassieren. Moin, Wessi. Dabei ist der gar nicht so stark, verstehe ich gar nicht. Hm. 100 nur noch. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, den letzten müssen wir noch machen. Oh shit. Oh shit. Das könnte ein Fail werden. Also er macht keinen Schaden, aber wir uns selbst. Wie lange geht der Stream? Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht so überlegt. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich muss halt morgen früh wieder aufstehen. 22 Uhr vielleicht so in den Dreh. Ich wollte das gerne eigentlich noch durchspielen. 99 Punkte. Die letzten beiden schaffen jetzt aber erst nicht. Wir nehmen den Preis. Füllen uns mal auf hier wieder. So, die Herzen müssen wir ja aufpumpen. Kommt auch so langsam. Wie sieht's mit dem Kampf aus? 260. Mighty Bruce. Was holen wir uns denn noch ins Kampftechnik? Dauerläufe ist Quatsch. Freihändig. Grundtalente könnte ich jetzt noch den Dauerbrenner machen. Nicht ganz gut. Moin!
NBGCJNB. Was auch immer das heißt. So, so, so. Gehen wir ein bisschen hier an. Also 40 Minuten machen wir auf jeden Fall noch. Denn so lange sind die Brownies, die meine Frau gerade backt, im Backofen noch. So. Training, 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 mehr trainieren. Training, Training, Training. Sirak, moin. Ja, so mindestens bis, ich würde schon sagen, wahrscheinlich machen wir noch danach noch ein bisschen weiter. Was? Wir müssen schneller Punkte kriegen. Dafür müsste ich am besten das Geld ausgeben, um Fame zu bekommen. Ein neuer Chat sehe ich da. Bei Insta, bei Kick. Bist du der Jonas? Ah ja. So. Hush Brownies, genau. Hm? Gis. Omet. Omet. Omelette. Omelette. Gis Omelette. Also, ist ja auch Eiweiß drinne, ne? Ich weiß ja nicht. Gis Omelette. Oh yeah. Das ist ein ziemlich ekliges Omelette, oder? Hast du schon mal probiert? Heute noch FIFA. Wir hatten heute FIFA gespielt. Jetzt wollte ich aber erstmal Punch Club fertig machen. Ich verfolge dich jetzt seit circa einem Jahr und habe erst seit 2 Wochen einen YouTube- und Twitch-Kanal. Alles klar. So, das sieht doch fresh aus. Film können wir nicht drehen, wir können aber Diddle hier machen. Na komm, machen wir das mal schnell. Dann kriegen wir ein paar Punkte. 375 Sterne. Mach's gut, Wessi. So, wie sieht's jetzt aus? Da brauchen wir noch ein bisschen, hä? Wir müssen aber erstmal ein bisschen trainieren. Aha. Ja, finde ich ja schön, dass du Brot magst, ne? Das ist auch mal was ganz Nettes. Warum denn auch nicht? Ich esse auch Brot. Ist aber nicht so gut, wenn man pumpt. Magst du Call of Duty? Eher nicht so sehr. Also ich spiel's nicht. Ist meine Aussage dazu. Super aus. Schnell hier auf 19. Oh, bringt nicht so viel gerade. Hier noch kurz. Sehr gut. Ja, ich trainiere nur den Bizeps. Alles, was man im Stream sehen könnte, das trainiere ich.
Meine Ohren zum Beispiel trainiere ich auch. Das sieht man ja im Stream. So, wir brauchen Geschicklichkeit, Jungs. Geschicklichkeit. Achso, hattest du kein... Man muss sich doch gar nicht anmelden in der App, oder? Und auf Twitch kannst du ja auch reinklicken auf, im Browser, wenn du auf dem PC schaust. Ich spiele weder Battlefield noch Call of Duty, das heißt, mir ist es eigentlich egal. Also... Mich sprechen die nicht so an, die Spiele. So, wir brauchen wieder ein Geschenk für unsere Liebste. Oh, du bist so süß. Und jetzt sagt sie, nein, es geht noch nicht. Du musst mir erst noch ein Geschenk machen. Sind wir wirklich zusammen? Alles klar, kriegst noch ein zweites Geschenk. Oh, wir sind doch zusammen. Ach so. Ja gut, mit der Twitch-App geht das ja dann ganz gut, ne? Ich glaube, da muss man sich... Muss man sich, glaube ich, nicht anmelden. Ich bin mir aber nicht sicher. Weiß ich nicht. Aber hast du ja jetzt geschafft, ist ja alles gut. Kannst ja dann gucken. So. Oh, ich bin so glücklich. Ja. Dann brauchen wir noch 19 Ausdauer. Damit wir besser trainieren können. Ne, andersrum. Wir machen erst die Liebe, dann können wir besser trainieren. Welche Fußballmannschaft supportest du? Also, ich bin schon verliebt. Supporten, ja, ist eine gute... Also, ich weiß nicht, ob man das Support nennen kann. Also, ich mag Bayern. Unter anderem. Oh, gerade Leck des Todes. Ah, ich muss hier kurz rausgehen. So. Jetzt geht's wieder. Mhm. 19 Ausdauer geschafft, oder? Das geht richtig langsam gerade. Habe ich so ein Gefühl. Müssen wir die Piraten nochmal probieren, ne? Moin, Wessi. Willkommen zurück. So. Dann machen wir das hier mal. Geld und Ruhm. Gut geblockt. Was macht das? Zieht uns Energie ab. Reduziert erlittenen Schaden. Wenn aktiviert, verbraucht dabei mehr Energie. Okay, super. Alles, was mehr Energie verbraucht, ist super. Also für den Gegner. Mehr Energie. Hi, Philipp. Komm, noch einmal, noch einmal, noch mal. Schick ihn auf die Balken. Auf den Donnerbalken. Ah, den haben wir gleich. Alter, was geht denn, ey? Warum brauchen wir eine dritte Runde? So. Viel Ausdauer, viel Geschicklichkeit. Der haut uns immer Debuffs rein, finde ich nicht gut. Moin! Dimamovic, Dimahimovic. Dimamovic. Dimahimovic. Schöne Grüße. So, du hast hier noch nicht so viel verloren. Das ist alles spitze. Die ersten beiden gehen relativ gut. Autsch. Gut, dass wir Dauerbrenner genommen haben, oder wie das heißt. Afterburner. Und wenn er hier so wenig Energie hat, nochmal reinknüppeln, bitte. Müsste eigentlich das eine Ding dann mal mitnehmen. Mal gucken. Weil statt des Blocks eventuell... Wo ist es? Das hier. Das hier mal mitnehmen. Dann greifen wir ja noch mehr an, hoffe ich. Wir blocken zwar nicht mehr viel. Erleiden mehr Schaden eventuell. Master Chief, moin. Jo, mir geht's ganz gut.
Wir sind da auf dem Weg, Punch Club mal wieder durchzuspielen. Gut. Der Gegner kommt gar nicht zum Zug. Das gefällt mir. Au. Aber wir kriegen gerade Schaden. Papam. Ah, das ist gut. Das ist super. Das ist richtig gut. Der Tim Wiese knüppelt alles weg. Bam, 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 badam, bam. Sehr schön. Das hat auch wieder geklappt. Hm. 14 Ausdauer, reflektiert Schaden. Ach, mal schauen. So. Sieht so lala aus. Wir kriegen ein bisschen was. Wenn wir nicht treffen. Ich finde die Piraten mies. Die Ninjas finde ich besser. Und das mit der Ausdauer hilft auch nicht so, ne? Der Leica, moin. Hm. Ich glaube, das schaffen wir wieder nicht durch. So sieht es irgendwie aus. Wir müssen uns da ein bisschen was überlegen. Ja, kannst gerne ein paar Punkte gerne verteilen, Jan. So, der ist einfach nur stark. Da hoffe ich, dass das funktioniert. Au, okay. Sehr gut. Schön gemacht. 114 Punkte. Da weiß ich nicht, ob es für den letzten reicht. Reichen 114 Punkte. Wenn wir den jetzt noch gut runterknüppeln könnten... Ah, nee. Ich glaube nicht, dass wir es mit dem letzten schaffen wieder. Soll ich das machen? Ansonsten kriegen wir halt nichts, ne? Als wird das klappen jetzt. Oh je. Ich probiere es. Ich gehe aufs Ganze, Jungs. Ich gehe aufs Ganze. Ah, scheiße. Oh, shit, 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 shit. Nein! Nein! Shit, ey. Hätte ja klappen können. Aber nein. Wir müssen uns erst ein bisschen Hähnchen reinknüppeln. Ich brauche Pizza. Scheiße. Fürs Handy, nö, ist ja im Prinzip genau das gleiche, ne? So, mein Kühlschrank ist voll. Ach, Kacke, ey. Warum klappt das denn nicht? Was ist denn noch falsch? Wir müssen irgendwas mehr trainieren, besser trainieren, mehr Glück haben. Mu. Okay. Das war ärgerlich. So, laufen. Ne, laufen ist nicht gut. Klack, 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 klack. Hm. Hilft ja auch, dass wir hier wieder gesund werden. Diese Woche kommt noch ein Livestream, ja. Spätestens am Mittwoch.
Schön Punkte reinknüppeln. Es ärgert mich gerade, dass wir so verkackt haben. Und mit den Skills, da muss noch irgendwas anders gehen. Ich guck mir das gleich nochmal an. Ein Skillbaum. So, Geschicklichkeit. Was war denn gerade das große Problem? Wir haben einfach zu viel Energie verloren. Der letzte hat einfach weggeknüppelt. Ich kann natürlich Stärke pushen jetzt. Ob das hilft? Dann hau ich halt mehr rein, wenn ich den treffe. Wenn. Das Problem ist nicht mehr die Energie gewesen, ne? Ich bin gerade echt noch ein bisschen am Überlegen. Sehr gut. Punkte, Punkte, Punkte. Level, 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 Level. Aber die regenerateden Spieler, die sind bei den Vereinen, wo sie, glaube ich, zuletzt waren. Da werden die wieder regenerated, meine ich. Da, wo sie die Karriere beendet haben, werden sie dann als Regen gelassen. Meine ich zumindest, mal gehört zu haben. Ach, beim anderen Verein sogar, okay. Ja, okay. Aber man erkennt die ja, Portugiese, linker Flügel oder irgendwie sowas. Sowas kann man dann schon ganz gut erkennen. Die Frage war gerade, wo sind die Regen-Spieler? Wie findet man die? Soweit habe ich eigentlich nie gespielt, weil ich mit den Karrieren auf YouTube immer vorher aufhöre oder woanders hinwechsel. So, 6 Stärke. Komm, komm, komm. So, ist hier nochmal die 15, obwohl... Ach komm, egal. Na, jetzt hat er Hunger. Gut. Ah, es geht schneller, wenn ich... hier so das mache. Essen, ein bisschen Energie. Schmilzte Mund, nicht in der Hand. Ja. Brauchen wir noch von 2? Nö. So. Hier vielleicht. 15, 19. Also wir sind gut davor. Aber irgendwie scheint das doch nicht so gut hinzuhauen. Ich gehe jetzt halt auch ein bisschen auf Stärke zusätzlich. Nochmal wieder ein bisschen Brusttraining. Man kann halt nicht alles trainieren, das ist das Doofe. Man muss ein bisschen aufpassen. 7 Stärke vielleicht. Ich weiß es nicht, ob das läuft. So, Geschick. Auf 15. Aktuell keine Songs. Aktuell kann man sich keine Songs wünschen. Ist ja eine YouTube-Aufnahme, da will ich das nicht drin haben. So, jetzt muss ich noch ein bisschen was laufen, damit der Tag nicht auf 18 wieder sagt, der nächste. So, und dann müssten wir eigentlich wieder kämpfen können. So.
geguckt. 595. So. Fleischerhaken. Abhängig von meinem Energievorrat. Wenn er tritt, kann ich nicht so gut blocken. Kann das sein? Okay. Die ersten gehen aber ganz gut. Ich will halt verhindern, dass die angreifen können. Eigentlich alles gut. Sehr schön. Zwei hintereinander reingelangt. In Ordnung. Na, so ist das schon ganz in Ordnung. Wir brauchen nicht mal regenerieren. Das finde ich sehr schön. Na, mal sehen. Sehr gut. Lass dir da nichts sagen. Knüppel rein. Lass den gar nicht erst kämpfen. Richtig. Wir müssen einfach viel Energie behalten. Dann ist das alles in Ordnung. Also, Hitpoints. Du kannst ihn einfach selbst fragen, Felix. Ich erreiche ihn auch nicht immer. Also meistens antwortet er erst nach einem Tag oder so. Er wird morgen das wahrscheinlich dann auch auf Facebook posten, wenn er streamen sollte. So, das sollte gar kein Problem darstellen, hoffe ich. Aber da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen Probleme. Warum? Weiß ich nicht. Der reflektiert so viel Schaden. Warum? Wo reflektiert der? Der hat hier nichts, was reflektiert. Das verstehe ich nie. Aber wir sind sehr gut dabei. 281, 16, sag ich gerade und dann passiert sowas, wo wir ordentlich kassieren. Da liegt er ein bisschen herum, schläft eine Runde. Sehr schön. 235 ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber es könnte klappen. 14. Das ist jetzt hier einer der Doofpiraten. Sehr schön. Zweimal hintereinander. Treffer 3. Sehr gut. Hauptsache Crossroads funktioniert nicht. Er haut uns und wir lachen darüber. Der Einzige, der uns hier Schaden machen kann, ist von uns beiden wir selbst. Wenn es jetzt so bleibt, wäre es schon mal ganz gut. Komm, gib ihn noch einmal. Yes! Okay. Das war Nummer 4. Nummer 5. Der war auch mies irgendwie. Die reflektieren alle Schaden. Ich weiß nicht warum. Der hat sehr viel Stärke. Ja, was noch einmal? Komm, hau ihn weg, die Energie. Darf halt nicht zum Schlag kommen. Ja, das ist das Doofe. Kann ich wieder knicken? Die letzte Runde schaffe ich nicht. Mhm. Eigentlich dürfte er die ganze Zeit gar nicht angreifen können, aber weiß ich nicht. 94, da nehmen wir den Preis diesmal. Hat ja keinen Sinn. So, wie viel ist es denn jetzt noch? Bäh. So, Mantrutan, ein bisschen Pizza mitnehmen. So, weiter trainieren. Müssen wir hier schauen, wie sieht das denn aus? Wann kommen die Folgen? Ich weiß es noch nicht. Kostet 500. Nicht viel Geld verdient, ne? Nächstes Bruce Lee.
machen wir hier mal. Ich muss die Folge ja noch auf YouTube teilen. Vielleicht ja schon morgen. Dürfte recht flott gehen, wenn es hier nicht unterbrochen wurde. Also wenn der Stream durchläuft, ist das ganz gut. Dann kann man da easy peasy das einfach hochladen. Ich habe den Stream ja extra vorher gestartet so. Neu gestartet, damit das als neue Datei hier eingelegt wird, als neues VOD. Könnte ich dann wahrscheinlich direkt morgen für morgen teilen. So, 20 Geschicklichkeit. Ausdauer werden wir wohl nicht mehr schaffen. 15 Geschick, jo. Sieht machbar aus. Sieben Stärke gegen Bruce. Also so richtiger Dampflok darstellen mit 10 Stärke wäre ganz gut, glaube ich. So. Hier noch ein bisschen, eigentlich. Ja. Fallen wir doch mal wieder runter. Luke Shaw. Müsst ihr mal gucken, das wird immer unterschiedlich angegeben. Kommt aber auch auf die Datenbank drauf an, welche Version man sozusagen von denen hat. Ist immer unterschiedlich. Aber Shaw hat 86er Potenzial laut SoFIFA. So. Du. Bisschen Stärke pumpen. Bam, bam, bam. Wir machen wieder unsere Chicken Nuggets Übung. Also 89 wird er auch erreichen können, wenn man ihn immer spielen lässt und so weiter. So, wir haben keinen Ich-liebe-dich-Button mehr. Wie sieht's denn aus? Wie viele Punkte brauchen wir denn noch? Verdiene Geld und Ruhm. Na komm, machen wir das mal. Puh, was läuft hier nicht gut? Was läuft nicht gut? Wir blocken. Blocken ist scheiße. Eigentlich ist Ausweichen das Beste. Ich probiere das mal. Okay, Ausweichen ist definitiv besser. Alle Ausweichen-Sachen sind einfach ultra overpowered. Wir haben hier nicht mehr irgendwelche super Skills dafür. Nice. Okay. Was ich noch gleich testen kann, aber es hat halt weniger Schaden und so weiter, ist das Ding. Also weniger Treffsicherheit. Du sagst mir Schaden. Angriffphase. Kann übersprungen werden. Wie Ausweichen einfach so mega krass gut ist. Wir haben so einen super guten Block aus dem Pfad der Schildkröte. Bringt nix. Ausweichen macht einfach mal viel, viel, viel mehr Sinn. Das erste Ausweichen ist besser als alle Blocks, die es überhaupt im Spiel gibt. Einfach ausweichen, warum nicht? Ja, gut. Okay, also niemals mehr auf Block setzen, nur auf Ausweichen. Selbst der erste Ausweichen, das erste Ausweichen ist das allerbeste. Zwei Kämpfe, null Schaden.
Oh, die ersten 10 Treffer, aber der hat halt auch diese. Irgendwie reflektiert er auch Schaden. Warum auch immer? Wir wissen es nicht. Eine Cherry-Tomaten. Hat nichts, was mit Reflektieren zu tun hat. Warum tut er das? Noah Gamer, moin. Er hat Crossroads. Der darf auch reflektieren. Die anderen? Keine Ahnung. Division? Nee, spiele ich nicht. Du. Ah, 399 sieht gut aus. Sehr schön. Einfach mal auf Ausweichen gewechselt und schon läuft's hier. Die. Ah, der nervt jetzt hier, der Gegner. Ein bisschen zumindest. Weil er wieder seinen scheiß Schaden reflektiert, obwohl er auch nichts zum Reflektieren hat. Am wenigsten haben wir jetzt 195 und sind jetzt gleich beim letzten Gegner. Schon mal 100 Punkte mehr als vorhin. Okay. Du verursachst 20% mehr Schaden. Er kann dich verteidigen. Wir müssen jetzt nur noch seine Energie wegknüppeln. Unter Strom. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Na endlich, es läuft doch jetzt. Sehr schön. Einfach auf Ausweichen gehen. Warum nicht gleich von Anfang an? Blocken, ey. Welcher Idiot geht auf Block? Oh, es ist so knapp. It's so close. Yes, komm. Komm schon. Ja. Na, endlich. Ugh. Gott. Ich brauche Herzen. Das heißt, wir müssen Pizza kaufen. Pizza. Ja, wir müssen Pizza kaufen. Aha. Da ist die Villa. Ich will immer hier hingehen. So, Adrian, du kriegst gleich noch deine Geschenke. Ach, ich hätte auch noch gleich was dazu kaufen können. Gehen wir nochmal hin. Energy. Ach, hab ich? Ja, ist ja gut. So, ab in die Villa. Geschenke für dich. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Und? Was ist das eigentlich denn? Halt dein Maul, Mann! So, jetzt aber. Oh, du bist so süß! So. Mhm. Ob das jetzt auch gegen Bruce hilft? Ja, natürlich, kämpfen ist voll langweilig. So, einmal. Eine Dose davon und eine Pizza. Dann sind wir bereit für den nächsten Kampf gegen Bruce. Oh, shit. Okay.
Drücken wir die Daumen. Wacha! 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 Trifft sogar. Für 3. Okay, Bruce. Ich glaube, du kannst nix. Außer die Verausgaben. Außer wir hauen uns selbst mit Crossroll, mit hier diesen, wie heißt das nochmal? Gegenreaktion. 25% Angriffsschaden. Süß. Süß. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Na komm. Noch einmal auf die Balken schicken. Jo. Auf die Bretter, sagt man, glaube ich. Auf die Bretter. Okay. Bleib ruhig liegen. Okay, es hat geholfen. Alles gut. 47 Punkte! Haha! Okay, jetzt muss ich echt mal überlegen, was machen wir denn? Die drei Sachen. Oh! Ich kann mir jeden Tag ja noch 3 Punkte holen. Das Spiel heißt Punch Club. Bam, 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 da-dam. So, 15% weniger Energieverlust. Ab in the Villa. David Villa. Dann komm mal schneller, Mann. Ein Energy. Den Tag. Bei Steam kostet 9,99. Die Handyversion davon kostet 4,99 auf Android, meine ich. iOS entweder auch 4,99 oder 5,99, da weiß ich nicht genau. Kriege ich mal ein Stückchen Wasser? Ich meine, Wodka. So, wir brauchen jetzt gar keine Energie mehr hier beim Training, wie es aussieht. So, bisschen hiervon. Dann davon ein bisschen Stärke. Auf 8 vielleicht mal jetzt pushen. Geschicklichkeit müssen wir noch weiter hoch machen. 15, 16 müsste es auf jeden Fall sein. So, jetzt hier rüber. Wir pushen uns auf jeden Fall richtig gut. Jo. Die Folge wird es dann morgen geben. Trainierst du im RL? Nur diesen Zeigefinger. Ich war bei McFit angemeldet. Also eher nein. Guten Abend, Fengo 647. Ich habe schon mal trainiert, aber aktuell mache ich das nicht. Eigentlich schon länger nicht mehr. So. Ein paar Liegestütze. Nein. Das hier machen wir nochmal. Wenn wir vielleicht noch auf 8 Stärke kommen, wird noch. Könnte noch. Nee. Sieht nicht so aus. Wir machen unsere Chicken Nugget Übung auf jeden Fall fertig. So, da wird wieder ein bisschen was abgezogen. Sieht alles gut aber aus. Bisschen mehr Geschicklichkeit. Ein durchtrainierter Notaldo. Ja. Mal schauen. Vielleicht mache ich ja meine Transformation. Müsste ich mal ein paar Sponsoren anquatschen, ob ich für die Werbung machen kann.
mach aus einem fetten Gamer, ja so fett nicht, aber mach aus einem dicken Gamer ein Biest. So wie Tim Wiese. Das wäre was. Ich will auch im Keller einen Reifen haben, auf dem ich den ganzen Tag rumkloppe. Bestes Training ever. So. Gut, also Energie verbrauchen wir fast gar nicht mehr. Gronk spielt das Spiel auch nicht ganz so effektiv. Aber das ist am Anfang immer so. Ich habe beim ersten Durchlauf über 200 Tage gebraucht. Mein bester Durchlauf waren 77 Tage oder so. Ja, das war schon stark. So, Ninjas. Ninja. Man muss halt einfach nur wissen, wie man das hier, wie man schnell hier durchkommt. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss es halt einfach wissen. Man muss sich ein bisschen mit dem Spiel, mit der Zeit so auskennen. Ein Ninja knüppelt ordentlich rein. Das hätte ich nicht gedacht. Die sollen ja ein bisschen stärker sein, ne? Ist das einzige Spiel, was Oti gut kann. Was? Ey, ich bin genauso gut in FIFA. Nicht. Mein Lieblingsspiel. Also ich spiele sehr gerne. Früher war mein allerliebstes Spiel Secret of Mana. Ganz früher auf dem Super Nintendo. Deswegen mag ich gerne Adventures und Rollenspiele. Auch auf dem 3DS jetzt zum Beispiel. Da habe ich Pokémon und so andere Spiele, zum Beispiel Bravely Default. Da kommt jetzt bald auch der zweite Teil davon. Fire Emblem, auch eine sehr, sehr coole Serie, die ich sehr mag. Zelda, Final Fantasy. Alles so die Spiele, die ich sehr gerne mag. Aber auch ja, so Sportspiele mag ich auch sehr gerne. Das kommt aber bei uns auf dem Kanal am besten an. Kann er mal aufhören, mich zu treten? Was denn bei ihm? Was geht? Spinnt er oder was? Tritt die ganze Zeit, ey. Gibt's doch nicht. Pam, pam, pam. Kriegst dafür. Kannst du mir Tipps geben? Also, Tipps. Guck dir das Let's Play an. Die ersten 15 Folgen bin ich noch nicht so gut. Und dann wird's besser. Dann wird's besser. In der zweiten Staffel auf jeden Fall. Couchling sind meine Hobbys, ja. Einfach auf YouTube Zockerdudes LP suchen. Und dann ab Folge 16, da sind wir ein bisschen besser. Moin, Harty FIFA-Freak. Pam. Schön ausweichen und dann ins Gesicht. Ins Gesicht ausweichen. Ja, komm. Sind jetzt zwei Schaden, die du da austeilst. Gut. Sehr, sehr gut. Oh, das wird jetzt... eventuell machen wir uns selbst Schaden. Ja, das dachte ich mir. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Gegenreaktion. Naja. Geht aber. Geht. Wir haben auch unendlich Energie. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt alle drei Wege. ein Tipp, geh auf Ausweich, nicht blocken. Richtig. Alle drei Wege haben wir jetzt, sind wir dabei durchzuspielen. Also, die ersten beiden habe ich auf YouTube schon. Den zweiten habe ich auch schon jetzt angefangen. Das ist nämlich der Weg der Schildkröte. Die ersten beiden waren eher mal Weg des Tigers und Weg des Bären. Die beiden haben wir auf jeden Fall schon durch. Und das jetzt hier, der letzte. Was ist denn... Achso, Clash of Clans. Nee, spiele ich nicht. Ich habe früher O-Game gespielt. Das hat mir eigentlich gereicht. Clash of Clans, da muss man auch sehr viel Zeit im Investieren, immer auf dem Handy. Das war früher schlimm. Da musste man bei O-Game immer aufpassen. Oh, wird meine Flotte nicht geschrottet. LOL, let's play. Ja. Hat er Dambo mal gemacht? Dambo ist gut zum Feeden. Also Dambo feedet sehr gut. Läuft gerne hinter Türme hinterher. Oh, lass mich da, den will ich nochmal. Oh, tot. Aber es ist halt, ne, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat, so wie auch ich, ist es halt immer sehr witzig anzusehen. Oder vielleicht auch ehrlich. Dann wird man reported fürs schlecht spielen. So, das hier scheint alles easy zu sein, hä? Huh? Die Ninjas sind einfacher als die Piraten irgendwie.
Oder wir sind einfach so stark durchs Ausweichen. Ausweichen ist einfach besser als blocken. Blocken ist einfach so behindert. So, nimm den Preis, nimm die Prinzessin mit. So, Schildkröte. Gute Schuhe, jetzt noch mehr Ausdauertraining. Yes. Wir müssen essen. Vom Noob zum Profi. Spielst du auch Minecraft? Hab ich auch gespielt, hab sogar einige Let's Plays dazu so ein bisschen gemacht. Aber aktuell eher weniger. Also eigentlich eher gar nicht spiele ich Minecraft aktuell. Was ich sehr gerne gespielt habe, ist so Feed the Beast Mods. Sowas wie Agrarian Skies. Das fand ich richtig nice. Oh, das hat sich sogar gereimt. Das geht bei Otalde nicht, der bleibt Noob. Aha, danke für das Vertrauen. Ich bleib doch kein Noob. Ich bin immer gut. Aber Hauptsache, ich kann die Leute, selbst wenn ich ein Noob bin, unterhalten. Das ist für mich das Wichtige. Hauptsache, die Leute haben Spaß, mir zuzusehen und zu sagen, boah, bist du schlecht. Und dann geben sie mir Tipps mit, hör auf mit dem Spiel, du bist schlecht. Da sage ich mir, danke für diesen tollen Tipp. Mich sehr gefreut, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das sind immer die besten Tipps. Du Lauch, mach deinen Kanal zu, du hast auch keine Ahnung von Fußball. Den spricht man so aus, den Spieler. Und das Beste ist, wenn Leute einen verbessern wollen, dass sie selbst keine Ahnung haben. Dann denke ich mir, okay, ja, alles klar. Was ist das Ende vom Punch Club? Das Ende ist, wenn wir auf der Insel sind und dort kämpfen. Ba, 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 da, da, da. So. Tja. Das liegt daran, dass Gronkh hat das ja im Livestream gespielt und ich glaube, das war direkt nach Release oder so. Da wusste man halt auch noch nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Man muss halt ein bisschen Ahnung haben. Dann läuft das irgendwann richtig, richtig easy. Der Stream etwa bis 10. Oh, ein bisschen. So. Ich warte. Ah, nein, nein, nein. Stopp. Stopp. Ja, das, um FIFA zu zocken, braucht man nicht unbedingt Ahnung von Fußball. Aber wenn man auf YouTube ist und man irgendwas erzählt, man sieht ja irgendwie eine Situation. Dann überlegt man, ha, war der Spieler da und da? Und dann, man kann nur Falsches sagen, wenn man jetzt in einer Sekunde, weil man ja am Aufnehmen ist und der Sekunde jetzt nicht weiß, okay, war der bei dem Club oder dem Club? Egal, was man sagt, es ist sofort, du hast keine Ahnung, wie kann man nicht wissen, dass der und der Spieler 1987 bis 1989 bei dem Verein gespielt hat? Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mein Leben nicht damit verbringe, mir irgendwelche komischen Statistiken auswendig zu lernen. So ist es halt manchmal. So, aber, kurz geschaut. Wir können kämpfen. Wir können kämpfen gegen den Hogan. Der Hogan, der Hogan. Ach, wer ist denn der Hogan? Der ist doch nix, der Lauch. Guck ihn dir an. Pam. Ja, mach's gut, LG. Ja, Piero LP. Nicht mehr lange. Ich streame nicht mehr lange. Tut mir leid, wenn es jetzt so kurz, wenn du so spät oder wenn ich dann ausmache, wenn du gerade reinkommst, weil es halt schon sehr spät ist. Hogan noch nicht einen Schaden bei uns gemacht. Nice. Wegen Ausweichen. Hätte ich Blocken gemacht, hätten wir bestimmt schon 200 Schaden genommen. Oh, zeig mal her. Zeig mal her. Musst du doch meinen Stream halten. Natürlich mit der eigenen Rezeptur von unserem neuen Sponsor. Dr. Oetker. Flupf. Nom nom nom. Mit Haschisch drin und so. Hä? Einfach mal null Schaden genommen, oder was? Okay. So. Hm.
Also, League of Legends zu LP'en würde auf unserem Kanal überhaupt nicht funktionieren, würde ich denken. Weil das einfach nur disliked wird. Es ist halt das Problem, dass, das Problem ist halt, dass es viele Zuschauer gibt, die gerne nur ein Spiel sehen und dann halt ausrasten, wenn ein anderes Video kommt, was sie nicht erwartet haben. Und dann sind sie sehr enttäuscht. Oh nein, ich dachte, das wäre jetzt FIFA. Es steht zwar groß drauf, es ist kein FIFA, aber ich dachte, es könnte FIFA sein. Deswegen habe ich raufgeklickt und finde das jetzt sehr doof und deswegen dislike ich das. Das finde ich, ja, das finde ich immer sehr schade. Ich kann es natürlich verstehen, dass, wenn man einen Kanal abonniert, man da gerne, was sich FIFA sieht, dass man dann das gerne auch sehen würde. Und wenn was anderes kommt, ist das dann traurig, in Anführungsstrichen, weil man hat mit etwas anderem gerechnet, das aber dann nicht gekommen ist. Ich kann es ja irgendwie verstehen, aber trotzdem ist es mir sehr schade. Jo, da, Paul, alles klar. Ist ja alles gut. Hat ja Zeit. So, ein bisschen Stärke noch nachpushen. 9, 15, 19 sieht sehr gut aus. Wir sind im Prinzip mit der Story durch. Wir müssen, also fast durch. Wir müssen jetzt nur noch die letzten zwei Gegner besiegen und dann auf die Insel. Und dann sind wir durch. Also viel ist es nicht. Wir sind etwa bei 85% oder so. Ich habe 6000 Geld. Nice. Mach ein Geschenk. Ich weiß nicht genau, wie lange ich bin. Wie lange ich noch am Streamen bin, so. Aber mit dieser Brille wird auf jeden Fall alles besser. Bist du jetzt in mich verliebt, Adrian? Du bist so wunderschön. Ach, ich liebe dich auch. Besonders mit dieser Locke ist das so schön. Mach's gut, Schorte. Bis Mittwoch spätestens. Da steht's ja. Geld. Das ist dein Geld. Gib es für Essen, neue Ausrüstung und so weiter aus. 6000 Geld. Wir können wieder hier die Leute verprügeln. Das machen wir doch gerne. Mit dieser Brille können wir einfach nur gewinnen. Das ist die Ich-Gewinn-Brille. I win. My Little Pony-Brille. Das sieht sehr gut aus, oder? Jupp. Zieh Broschi die Brille an. Das Spiel dauert noch ein paar Stündchen, aber das werden wir heute wohl nicht mehr schaffen. Nein, nicht mehr eine halbe. Vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Aber ich werde nicht mehr lange machen. Krasse Maske. Ey, ey! Du, wieso trifft er? Was soll das? Papapam, sehr schön. Diesmal nicht mit null Schaden. Ja, das hat mich auch gerade gewundert. Aber ich glaube, das lag an Hogan, weil der nichts drauf hat. Der konnte einfach nichts. Der konnte einfach gar nichts. Aber es ist in Ordnung. Kann man essen? Hey! Bist du das auch? Der muss doch kühlen. Achso, dann gib her. Ich will auch ein Stück. Ark habe ich noch nicht gespielt, nee. Vielen Keks. Wie alt bist du? Nicht so alt, wie ich mich verhalte. Also ich bin wesentlich älter. Im nächsten Stream gibt es auch wieder FIFA, ja. Meter? Hä? Das ist schon viel. Das ist sehr lecker. Hast du sehr gut gemacht. Auf.
Sieht gut aus. Irgendwie sind die Ninjas wirklich viel schwächer als die Piraten. Also nicht viel, aber schwächer. M ist gleich Fragezeichen bei mir. Alles klar, da Paul. Findest du PS4 besser als Xbox One? Ich glaube, von der CPU-Power und so weiter und Grafik-Power ist, glaube ich, die PlayStation 4 besser. Wenn man nur danach geht, würde ich sagen PlayStation 4. Wenn es auf irgendwelche Exklusivangebote geht, weiß ich nicht. Ich spiele lieber PC, das ist eigentlich meine Lieblingskonsole. Die PlayStation 4 hat halt auch die meisten Exklusivangebote, glaube ich. Ich bin mir da aber nicht sicher. Also ich bin eigentlich eher für PlayStation. Aber ich habe Xbox, PlayStation, PC. Und hoffentlich auch in Zukunft die Nintendo NX. Bin ich auch gespannt, was da kommt. So, das sieht doch gut aus. Nimm den Preis, yay. 25 Skillpunkte, was machen wir denn jetzt damit? Hätten hier Kopfnuss, Kamikaze. Geblockte Angriffe sind scheiße. Stirnschlag. Ich mag Schmerzen. Und ich mag Toastbrot. Keine Pause. Was könnten wir denn hier noch nehmen? Fall nicht hin. Nichts. Nichts, was ich hier irgendwie noch mitnehmen könnte. Hoher Tritt. Kinnhaken. Ja, warum nicht? Was ist denn hier bei der Schildkröte? Harter Block. Dumm. Freihändig. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Weder du noch dein Gegner könnt euch während des Kampfes ausruhen. Ihr regeneriert beide wenig Energie. Ich habe unendlich Energie in Anführungsstrichen. Was für einen Schulabschluss hast du? Wen meinst du damit? Fango? Soll ich das machen? Keine Pause? Ich regeneriere eh nicht. Ach komm, machen wir. Bumm. Fertig. Egal. Probieren wir es. Warum nicht? Hast du mich? Ja, ich habe Abitur gemacht. Oder Hochschulabschluss habe ich auch. Bin Diplom-Informatiker. Wollte ich nur mal so erzählen. So nebenbei. Hochschulabschluss. Oh, Universität. Naja. Ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich euch beim nächsten Mal von... Hey, ja! Yeah. halt dein Maul. Okay. So. Oh, wir brauchen wieder ein bisschen Stärke, ne? Der Stand der Bundesliga, ja. So wie sie sein sollte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich weiß, dass Bayern auf Platz 1 ist. Und dahinter geht der Kampf erst los, ne? Ah, Snowboardwoche aus den Alpen, nice. Wenn ich die Brille wieder anziehe, dann denken alle, ja, der hat offensichtlich einen Hochschulabschluss, ja. Ist das irgendwie Simon Says, Philipp? So, wir sind eigentlich gut trainiert. Eigentlich könnte ich nur noch Party machen, ne? Aber ich mag nicht nur Party machen. Weil so viel Geld. Okay, komm. Wir machen Party. Wie viel fehlt mir? Ach, wir können direkt kämpfen.
Rio. Okay, wir können nicht regenerieren, er kann nicht regenerieren. Viel Spaß. Was für eine scheiß Idee war das denn? Beschissene Idee gewesen. Jetzt hau ihn doch weg, Dado, das gibt's doch nicht. Das kann er nicht mehr angreifen, oder was? Der Zockerdudes-Bot ist kein echter Mensch, sondern er ist ein Bot, der, also ein Computer, ein Computerprogramm, der auf Anfragen im Chat reagiert. Also wenn jemand nach Ausrufezeichen Points fragt, möchte er seinen Punktestand hier im Stream wissen. Der Bot antwortet daraufhin automatisch. So, wie viel fehlt uns denn jetzt? Dass wir gleich gegen Ken kämpfen können? Machen wir mal. Mit 10.000 Geld ist das doch gut. Ah, ein bisschen Stärke brauchen wir noch. Das mit der Ausdauer, das war so dumm, ey, das war so dumm. Ah, fehlt immer noch ein bisschen was. Er kann auch ruhig gerne von seinen Sachen erzählen. Lasst ihn doch. So, ich zieh mir meinen Kaffee rein. Dann machen wir noch eine kleine Party. Dann können wir gleich gegen Ken spielen, kämpfen. 375 reicht sogar, um den letzten Kampf zu machen. Oh oh. Komm schon. Ich brauche noch mal ein Käffchen. Eine Frau lacht gerade, ich weiß nicht warum. Ich fand Stärke so ziemlich am besten irgendwie. Aus dem Grund, dass mit Stärke man die mega erschöpfen konnte. Schildkröte ist okay. Geschicklichkeit ist, glaube ich, am schnellsten und effektivsten. So, wir sind auf den Namen Zockerdudes gekommen. Wir sind zwei Dudes. Wir zocken. Haben ganz gerne Fußball gezockt. Also Soccer. Und deswegen hörte sich das so ähnlich an und passt und ist voll nice. So, einmal in den Keller. Ab in den Keller, Kine. So. Machen wir hier. Sagt der Philipp auf der Baumschule. Mhm. So. Ihr könnt hier kämpfen. Wui! Dann
knüppeln wir uns nochmal durch. Ich hole mir noch mein Stück Kuchen. Real-Life-Fußball, könnte ich theoretisch mal machen, wenn ich mal zum Fußball wieder gehe. Ach du Scheiße, Energie regenerieren ist so eine Kacke. Hm. Aber der Damo wird erstmal keinen Fußball mehr spielen, weil er eine Knie-OP hatte und ich glaube, er darf auch nie wieder Fußball spielen oder so. Ey, das Dümmste, was ich hätte machen können. Noch ein Tipp. Nicht dieses Nicht-Regenerieren nehmen, das ist total dumm. Ich schau mal, ob, ob das funktioniert, wenigstens. Oh, das funktioniert. Aha, nee, beide. Ja. Ja, aber ich kann nicht so skillen wie Messi. Ich war schon mal sehr agil, aber ich war halt nie... Ich habe halt nie wirklich so vereinsmäßig oder so gespielt und dafür... Also, ich war halt wahrscheinlich ziemlich schlecht. Aber wenn ich im Verein gewesen wäre, wäre ich vielleicht, hätte ich vielleicht ganz gut spielen können, jo. Weil ich sehr agil und schnell und so war. Mhm. Jetzt kann ich nur rollen auf meinem dicken Bauch. Die Comments funktionieren einfach so, wenn du in den Chat was reinschreibst. Am liebsten, ja. Also die ersten paar Male habe ich es eigentlich hauptsächlich mit Geschick gespielt. Aber im Moment ist eigentlich alles ganz gut, ne? Ja, das Spiel lohnt sich. Obwohl, es war doch nicht vielleicht verkehrt. Ich weiß es nicht. Also, wenn wir regenerieren und der Gegner einfach keine Energie hat. Hm. Okay. Eventuell reicht es jetzt auch schon. Nehmen wir den Preis. Yay. Wieder 25.000 Punkte, die ich nicht weiß, wie ich sie einsetzen soll. Okay. Hm. Ja, ich weiß nicht, was ich mit den Punkten machen soll. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir können sogar kämpfen gegen ihn hier. Ah, super. Das heißt, vorher einmal frisch machen.
wie wir fit sind. Bisschen Muku-Fleisch zu uns dem. Will ich noch was trainieren? Will ich noch ein bisschen was trainieren? Gegen ihn hier mal kurz geschaut. Ken hat viel Ausdauer, blockt, haut Energie weg und reflektiert Schaden, was super krass ist. So. Wie versucht die, bin doch lieber Penn. Gute Nacht, Freunde. Jo, mach's gut. Nein, es gibt keine Regel, die verbietet, irgendwas zu erzählen. Man kann ja gerne seine Sachen erzählen. Wenn es keinen interessiert, dann interessiert es halt keinen. Also eine feste Zeit habe ich auf jeden Fall, nämlich Mittwoch. Ja. So, Tag 87. So. Oh, noch einmal. Okay, probieren wir es, hä? Kämpfen wir. Bin gespannt. Er verliert viel Energie. Wir regenerieren. Er verliert. Okay, es ist doch recht effektiv, aber irgendwie... Also man muss schon regenerieren hier drin haben, ne? Angriff überspringen, das heißt, man greift nicht so oft an. Der Gegner kann irgendwann nichts mehr machen. Jo, vielleicht sonst irgendwie in anderen Tagen. Ich habe keine anderen regelmäßigen Zeiten, aber sicherlich können wir das noch machen. Und jo, ne, dann... wird es jetzt Zeit... gegen unseren Bruder zu kämpfen. So, der Mann in Schwarz. Yo, Metal-Leute! Was geht? Okay, wir haben die Einladung bekommen. Einladung ist raus, Anzeige ist raus. Und immer noch ist der Fehler in Einladung drinne. Das Finale steht an, Freunde. Der finale Kampf. Aber du gegen unseren Bruder, nicht gegen Zero. Also Sub 273. Weil unser Bruder will ja gegen uns kämpfen, weil er irgendwie so doof ist. Müssen wir mal zeigen, wo hier der Hammer hängt, ne? Wenn man nicht aufhören kann, ja. Wir spielen es ja jetzt durch. Wir spielen es ja jetzt durch, das ist... mit unserem Tim Wiese. Und mal gucken. Wir haben hier die Pranke, wir haben... Der Speer ist gut. Ne, der ist schon ganz gut. Okay, unser Bruder wird aber weggeknüppelt. Tschüss, Bruder. Kommt er auch nochmal dran? Oh, er trifft nicht. Das ist schon nice. Easy, oder? Nach diesem Klick war es der letzte. Wir haben es geschafft, Freunde. Das hatte jetzt... Wie viele Folgen habe ich auf YouTube dazu gemacht? 3 oder 4? Das ist jetzt, glaube ich, die 4. Weil, wieder, also, vielleicht teile ich die auch noch mal ein bisschen. Mal gucken. Du gewinnst. Du bist genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein wahrer Champion. Der beste Bruder. Du hast bewiesen, dass du ein besserer Kämpfer als dein Bruder bist. Yay! 7 Tage durchgehend geschaut. Super cool. Okay. Rache, lass mich zuerst eine Geschichte erzählen, denn ich habe mich selbst umgebracht. Ach ja. Ach, ist das schön. Ist das schön.
Die eine Hälfte wurde böse. Genau. Du, du, du. Ciao, Wessi. Die gesamte Stadt lag ihm zu Füßen. Und er zerstörte sie. Die gleiche ranzige Story. Ja, immer die gleiche Story, ist doch klar. Aber das ist ja der Sinn, das soll ja eigentlich so sein. Also, die Story war früher auch nicht anders in den 80er-Jahre-Filmen so. Die ja sozusagen so ein bisschen aufgegriffen wird. Das ist ja so ähnlich halt alles. Ja, geschafft. 87 Tage. Yo, Metal-Leute. Super nice. Damit haben wir das wieder durch. Ja, super. Damit sind wir eigentlich schon recht gut. 87 Tage. Kann man mal machen. Geht auch schneller. Ich habe schon gesehen, da hat es jemand in 55 Tagen gemacht. Ich habe es selbst in 10 Tage schneller geschafft. Kommt immer darauf an, welche Story oder welchen Weg man wählt und so weiter. Wie viel man sich, ja, ne, wie man sich Zeit lässt oder nicht. Ist schon ganz cool. Damit bedanke ich mich wieder bei euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht hier im Livestream. Und natürlich auch in diesem Video, wenn ihr es auf YouTube seht. Und ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal wieder dabei sein. Mal gucken, was wir jetzt hier machen. Ich hoffe, dass es hier irgendwann bald ein Update gibt von der Story. Und ich habe die Maus nicht aufgenommen, ist mir aufgefallen. Schade. Egal. Ja, bin ich gespannt. Und sage danke und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Jungs.